bitte. Was ist denn los, Franzos? Seit Tagen hängen wir hier im Weltraum fest. Jetzt will ich einmal Fußball gucken, dann legst du mir diesen blöden Eisenbahnwaggon auf den Bordkanal. Der Streik ist doch vorbei. Der Streik, der war lustig, Kommandeur. Der Streik. 4 Tage, oh nein, nein, das ist viel zu lang, das müssen wir verkürzen. Ein kleines, sehr kleines deutsches Streikchen. Ne? Das war sehr süß. Das war kurz, aber es war trotzdem der längste Bahnstreik der Geschichte. Mit entsetzlichen Auswirkungen. Aha, ein Streik, der Auswirkungen hat, das mögt ihr gar nicht. Eh? Jetzt pass mal auf. Ja. Wir haben bei uns ein Grundrecht auf Streik. Mhm. Das ist super, das ist toll, mhm. Da können wir stolz drauf sein, sagen alle. Aber man muss von diesem Grundrecht doch nicht unbedingt Gebrauch machen. Ach so, übrigens, worum ging es überhaupt in diesem Streik? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Ach so, na, das war, die wollten, also das war der Weselski. Ah, der Weselski, das ist der Teufel, das hasst ihr in alle. Oh, der, ulala, der Teufel, er hat was ganz Schlimmes gemacht. Er hat gehindert, dass die Deutschen pünktlich zur Arbeit kommen. Katastrophe, oh, la, 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 la. Und wie geht jetzt es weiter? Ja, wird bald wieder gestreikt. Einfach so, ohne Grund? Ihr seid doch keine Franzosen. Nein. Die GDL streikt jetzt dafür, dass sie in Zukunft auch die Tarifverträge für die Piloten aushandeln darf. Wozu braucht ihr Piloten? Ihr habt nicht mal Flughäfen. Kommandeur, zur Sache, heute ist der 11.11. Natürlich, richtig, ja. Wie konnte ich das ver... Hello, Alaf! Holden, Herrinnen und Narralesen, alle sind zum Krieg bereit, egal, es ist 5. Jahreszeit. Radara, da, ach so, und deshalb hast du, das soll ein Karnevalswagen beim Rosenmontag so in Köln? Da werden sie mal lachen, die Alafisten. Entschuldigung, Kommandeur, aber nein, nicht Karneval, sondern Erster Weltkrieg. 11.11.1918, das ist der Waffenstillstand vom Ersten Weltkrieg. Und der wurde in diesem Waggon, genau in diesem Waggon, unterschrieben, tatsächlich. Le 11 November, 11.11., die Kapitulation von Deutschland. Für alle Franzosen ein sehr schöner Feiertag. Ein Waffenstillstand in einem Eisenbahnwagen? Ja. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Ja, das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich bei dem Wort Stillstand haben die gleich an die Bahn gedacht. Weiß nicht. Und wissen Sie was? Ich kann mit meinem Gerät noch mehr zurück in den Zeitstrom gehen. Gucken Sie mal, ich gehe zurück. Jetzt sind wir im Krieg. Gucken Sie mal, ein Lazarett jetzt. Ja. Jetzt ist aber Schluss mit diesem ganzen Geschichtskram. Ich will ins Jetzt, ich will Fußball gucken. Also. No! Na, da, toll! Gucken Sie, was Sie jetzt eingerichtet haben. Das ist ganz toll. Und jetzt haben Sie den Salat. Das ist ja schon wieder Geschichte. Mach das weg! Ja, mach das. Nee, Moment. Eigentlich ist es ein echter Zeitzeuge. Guten Abend. Wo sind meine Patienten? Bin ich tot? Nein, Sie sind im ZDF. Das ist so eine Art Vorstufe. Bleiben Sie hier stehen. Petrus? Nein, Priol, Urban. Papst Urban, der Himmel ist doch katholisch und ich bin in dem blöden Lutherverein. Nein, Monsieur, Sie sind nicht tot. Oh, ein Franzose. Keine Sorge, der ist domestiziert. Und jetzt nochmal, Sie sind hier nicht im Himmel und ich bin kein Papst, weil im Himmel gibt es keine Päpste. Also, ein, zwei vielleicht, höchstens. Und was ist das da? Das ist die Erde, weil, also, es ist so, Sie sind in einem Raumschiff. Jules Verne? Nein, es ist Folgendes passiert. Sie haben eine Zeitreise gemacht, weil der Depp von Kommandant, der hat den falschen Knopf gedrückt. Da ist, was Technik angeht, so richtig so. Also, Zeitreise. Wir haben jetzt 2014. Der Krieg, der ist zu Ende. Und, ja. Und die Deutsche und Franzose, wir sind jetzt Freunde. Naja, Freunde würde ich das jetzt nicht gerade nennen. Na, also eher gute Bekannte, Kollegen auf Basis einer europäischen Notgemeinschaft. Was sagt er? Erster Weltkrieg? Erster Weltkrieg, ja. Der erste. Ihr wart ja nur das Vorprogramm, das Vorglühen für die ganz große Party. Das ging dann noch weiter. Erst kam der erste, dann der zweite. Der dritte ist gerade in Vorbereitung. Und jetzt weg.
Nein, 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 Kommandant. Entschuldigung, ich schicke ihn sicherlich nicht zum Schlachtfeld zurück. Sowas mache ich. Außerdem ist es sehr interessant. Nein, ich will nichts mehr hören von 1418. Heute ist der 11.11. Ich will Spaß. Ich will Karneval Köln. Also, so sieht jetzt der Frieden aus? Ja, gucken Sie, was Sie gemacht haben. Das geht zu weit. Jetzt muss er wieder zu sich kommen. Möchten Sie einen Kaffee? Das klingt gut. Ja, also wir haben Filterkaffee, Espresso, doppelter Espresso, Latte Macchiato oder auch Cappuccino Macchiato. Was hätten Sie lieber? Vielleicht besser ein Wasser. Gut, wir haben Wasser, also ohne Gas, mit viel Gas, mit extra Kann ich irgendwas haben, wo ich nichts aussuchen muss? Büchsenmilch. Nehme ich, aber fettarm. So, Geschichte ist weg, zurück zum Jetzt. Weil nur wer das heute begreift, kann das gestern verstehen. Man hat von hier oben so schön den Überblick. Gefällt mir gut. Aber wir haben einen Stress. Dauernd werden wir in eine neue Parkposition gejagt, weil wir zu viel Gegenverkehr haben. Gestern ist so knapp an uns diese Sojus-Kapsel vorbeigerauscht. Ne, mit unserem Mann im All, Alexander Gerst, Astro Alex, sicher gelandet in Kasachstan. Und kaum gelandet, sagt er, was am schönsten ist, die Erde riecht so gut. Oh ja, da haben aber viele, viele leicht lohnversklavte Chinesen im Smog von Peking mal kräftig abgehustet. Ja, bin der Mann. Eigentlich hätte der Gerst ja vor dem Brandenburger Tor landen sollen, zum Tag der Tage. Aber bei unserem Planungsgeschick für Großprojekte wäre er wahrscheinlich direkt in die Spree geplumpst. Es ist ehrlich, hier oben, das ist unglaublich. Hier geht was ab. Es ist ein Verkehr. Das ist, und das schon wieder einer. Ne? Weil das Weltall ist ja mittlerweile zu einem Sprungbrett für hochbetuchte Bungee-Jumper gewandt. Los ging's mit Red Bull, dieser PR-Aktion mit diesem österreichischen Dosenjäger. Na, und seitdem kommen alle. Der Chef von Google, neulich, na, einfach so aus viel höherer Höhe abgesprungen, hat hier unten schon keinen mehr interessiert. Das war ein Tandemsprung, das waren die Chefs von Amazon und Apple. Das müssen die machen, weil es ist so eine Art Ablass für ihre Sünden auf der Erde. Dass sie in ganz Europa Milliardenumsätze erwirtschaften, na, und sie die ganze Infrastruktur nutzen, aber keinen Cent Steuern zahlen müssen. Ermöglicht hat das Ganze der Juncker, dieser alte Tarnkappenbomber, bei dem wissen wir nie, kommt er jetzt gerade von oben oder kommt er gerade von unten, weil der muss Ablass-Jojo machen. Der hat ja diesen ganzen Beschiss eingeführt in Luxemburg. Der hat aus Briefkästen und Schließfächern ein ganzes Land geformt, nennt sich Teil der europäischen Wertegemeinschaft. Und die EU hat den Schwarzkassenwart auch noch zum Chef gemacht. Nein, 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 wir müssen heute keine Kriege mehr führen in Europa, um arme Länder in Not, Elend und Abhängigkeit zu knechten. Das macht die Wirtschaft ganz friedlich mit so tollen Sachen wie Steueroptimierungsprogrammen oder dem Freihandelsabkommen. Es ist ganz schön viel, da unten brennt es ganz schön. Da unten ist einiges los, hier oben auch, was von unten kommt. Dauernd dotzen diese Heliumballons aus Berlin an den Rumpf. Commander, wir haben einen blinden Passagier an Bord. Ach, doch bitte, bitte, also Lieutenant Uhura, Sie haben doch wieder nur am Crystal Meth genascht. Aber legen Sie mir es auf den Schirm. Kommt, blinder Passagier bei uns. Da ist ja wirklich einer. Hey, Sie, hallo, you, sofort auf die Brücke. Ja, ja. Come to bridge. Ja, ich komm. Alphonse, du hast wieder vergessen, die Ladeluke zuzumachen. Und sag jetzt nicht wieder, ich bin es nicht gewesen. Hört mir dauernd von Franzosen momentan. Wenn man dort fragt, sag mal, wer bei euch hat eigentlich Hollande gewählt? Sagen alle, ich bin es nicht gewesen. Ich kann ja verstehen, dass immer mehr von da unten weg wollen. Ne? Aber ich bin mal gespannt, wer jetzt kommt und was der zu jammern hat. Ha! Der Apfel! Der Apfel, das ist ja was von vielen. Ja, was? Ja, ja. Ah, blinder Passagier. Kleiner Gimmick.
Was wollen Sie denn hier oben? Ja. Die Aliens bespaßen? Nein, ich will mitfliegen. Ah. Ich will mit auf die Reise gehen zu den Sternen. Ich möchte fremde Welten entdecken. Ja, das ist nur Blödsinn. Da müssen Sie nicht hier oben. Der fremde Welten hat es auf der Erde genug. Gehen Sie mal zu einer Versammlung von der AfD. AfD? Das sind doch keine fremden Welten. Die kennen wir doch alle, die Halunken, oder? Das ist doch Anschlussverwendung der FDP. Ja, das ist im Prinzip der gelbe Sack für blau-gelbe Säcke ist das. Ja, das ist, ja, ist doch wahr. Ja, Wahnsinn. Ja, Recycling. Ja, die Resterampe für diesen Neoliberalismus in Deutschland brauchen wir doch überhaupt nicht. Und man muss auch dazu sagen, ne, die AfD, das ist der blinde Wurmfortsatz von der CDU, natürlich. Das sind doch alles Zombies, das sind alles Untote, Walking Mad of Germany. Das ist doch wirklich, das sind freie Radikale am Henkel der sozialen Marktwirtschaft, Herr Priol. So muss man das mal sagen. Apfel, das ist ja unglaublich. Apfel, ja, Mensch, Sie werden mir ja richtig sympathisch. Sie haben ja auf einmal Haltung. Ja. Sie sind engagiert. Ja, was glauben Sie, wer mich alles gut findet mittlerweile? Ich bin selber erschrocken. Wer ist das? Das ist das Ergebnis deiner Schlamperei. Wie oft, sag ich dir, vor dem Abflug Köpfchen recken, noch mal alle Ecken checken. Apropos Ecken, kennt ihr den? Warum haben Blondinen so kleine Hände? Keine Witze. Sie wissen genau, wo Sie diese Witze hingebracht haben. Sie waren so knapp vorm Dschungelcamp. Ach, das ist doch nicht wahr. Das ist doch so knapp. Nein. Also, Amanda, ich würde sehr gerne den Witz hören. Ja, wir machen mit dem jetzt erstmal was anderes. Ab in die Kombüse, Gemüse schneiden. Ach, schon der Franzose wieder. Hat immer Hunger. Ach, ja, ich mach schon. Das stimmt. Und wenn ich zurückkomme, dann ist der weg. Ist es klar? Ich hab zu tun. Zurück ins Jetzt. Thema Weltklima. Wärmster Herbst aller Zeiten. Läuft der deutsche Beitrag zum Klimaschutz jetzt unter dem Motto aktive oder passive Sterbehilfe? Was, wenn Biermann dazu singt? Klärungsbedarf. Ich hab, sag ich mal. Was? Was macht diese Frau inmitten von Soldaten? das ist Ursula von der Leyen, sie ist Ministerin. Oder? Frauen gehören nach Hause und sollen Kinder kriegen. Ja, wie soll ich Ihnen das erzählen? Das hat sie schon, jetzt braucht sie mehr Abwechslung. Deshalb. Sie ist die Mutter der Kompanie. Voilà. Sie ist Kriegsministerin? Heutzutage, das heißt anders, das heißt Verteidigungsministerin, ja. Verteidigungsministerin, Kriegsministerin? Ja, ja. Das ist so, weil in Europa mittlerweile, wir fangen keine Kriege mehr an. Wir gucken, was es gibt und dann machen wir einfach nur mit. Das ist neu. Ja. So machen wir das jetzt mittlerweile. Also eine Frau als Kriegsministerin? Ja. Als ich neulich mit Helmut Schmidt in Verdun im Offizierscasino gesessen habe, das hätten wir uns nie träumen lassen, dass eine Frau Kriegsministerin, egal wie ihr das nennt, eine Frau als Kriegsministerin, wenn das so weitergeht, dann wird nachher noch eine Frau Reichskanzlerin oder sowas. Nee, jetzt Spaß beiseite, das wäre der Untergang von Deutschland. Ich würde sagen, dafür ist der Kommandeur der beste Ansprechpartner. Ja, also. Frauen, das ist so, die gehen auch an den Krieg und so alles, hein, mittlerweile. Ja. Und an den Front, ja, ja. Die werden gehen aber, die an die Front? Ja, werden ja, Frauen Front. Geschickt? Ja, 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 aber nicht mehr lange, bald werden die von Drohnen ersetzt. Drohnen? Ja. Bienenvölker? Aus Soldaten werden Imker? Nee, so kann man es nicht sagen. Drohnen, das sind automatische Kampfmaschinen. Hä? Ich sag mal so, die Doppeldecker von ihrem Krieg, die haben sich weiterentwickelt. Der Pilot mittlerweile, er ist nicht mehr im Flugzeug, er ist woanders, ganz weit weg. In einem Container, meistens in den USA, und er steuert alles von der Ferne. Ja, für sie ist es merkwürdig, aber die wissen Bescheid. Das ist bekannt. Das ist Drohnen. Das heißt Drohnen, so macht man das einfach. Das geht so, er beginnt seine Schicht, der Pilot, er geht in den Container, er tötet ein paar Menschen und dann hat er Feierabend, er geht wieder nach Hause. Ja, ja, und was macht er dann zu Hause? Boah, er isst ein Tiefkühlpizza und er weint.
weil sein Favorit von Let's Dance rausgewählt wurde. Das ist eine ganz normale Schichtarbeit, müssen Sie sich so vorstellen. Es kommt zum Beispiel manchmal einfach vor, dass der sagt, oh Kollege, könntest du meine Tötungsschicht von Montag übernehmen, weil meine Tochter wird, die kriegt eine Einschulung. Also, so funktioniert das. Sag mal, du hast doch heute ein bisschen viel Absinth gehabt, oder? Die nächste Stufe aber, das ist die Kampfroboter, auch Killerroboter genannt. Da gibt es einen großen Unterschied zu den Drohnen. Nämlich bei den Drohnen, im entscheidenden Moment, wenn es heißt töten oder nicht töten, da wird ein Mensch abgefragt und der Mensch entscheidet. Bam. Bei den Kampfrobotern, das gibt es nicht mehr. Das ist alles automatisiert. Der ist programmiert, der Roboter, damit er erkennt den Feind und sofort. Er tötet ihn. Niemand wird abgefragt. Das heißt, der Mensch, der kann einfach mal weiter, ich sag mal so, Golf spielen, Facebook liken, oder Kaffee trinken oder auch Buchsenmilch. Das ist, wie man will. Und das Töten, wir kriegen das nicht mit. Das läuft einfach im Hintergrund. Aber es gibt viele Leute, die fragen sich, darf man sowas überhaupt bauen? Ja. Und die Rüstungsindustrie, die sagt, ja, das ist eine sehr interessante Frage. Wir bauen das erstmal und danach werden wir diese Frage beantworten. Es ist nicht mehr weit. Die brauchen nur noch 10 Jahre. Ja. Und dann sind diese Kampfroboter tatsächlich perfekt. Weil, vielleicht wissen Sie es nicht, aber es ist verrückt mittlerweile mit der Technik, was man machen kann. Es ist irre, was der Mensch überhaupt machen kann. Es gibt nur eine Sache, die der Mensch nicht machen kann, das ist, mit anderen Menschen vernünftig umgehen. Das funktioniert. Das können wir nicht. Ich denke mal, irgendwas in uns ist defekt. Wissen Sie, ich habe mit den Außerirdischen darüber gesprochen und die haben mir gesagt, ja, tatsächlich, in den Menschen ist was defekt. Wir haben schon reklamiert, aber es gibt keine Ersatzteile. Hören Sie mal, Sie sind doch total Meschugge. Hoffentlich ist das nicht anstrengend. Meschugge. Oh, interessantes neues Wort. Meschugge. Schick den weg. Ja. Und den anderen auch. Sonst kommen die noch auf die Idee und wollen hier oben Asyl beantragen. Ah ja, nein, das mache ich, Herr Kommandant. Apropos Asyl, haben Sie von oben auf die Erde angeguckt, die ganze Flüchtlingsströme? Ja, habe ich gesehen. Das ist aber 52 Millionen mittlerweile sind auf der Flucht. Die wollen alle nach Europa. Völlig neue Definition von Nordic Walking. Commander, Entschuldigung, aber genau für solche Probleme hat der Mensch die Politik erfunden. Wissen Sie was? Ich habe mich reingehackt in den Regierungen, in die Regierungen von Europa, um die Pläne anzugucken. Ach, gibt's da welche? In Frankreich, ja. François Hollande, der hat gesagt, ja, Flüchtlinge wollen wir unbedingt aufnehmen, aber nur dann, wenn die so aussehen. Und ich habe auch... Wissen Sie was? Ich habe auch in den Regierungsplänen von Deutschland angeguckt, aber da nur leere Schubladen. Ja, das ist normal bei uns. Für alles. Ja, es ist normal. Aber Moment, bei euch, das heißt doch... Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen in der Welt. Ja, natürlich. Aber da gilt es, die Feinheiten in der deutschen Sprache zu beachten. In der Welt, nicht für die Welt. Ach so. Und was macht die EU jetzt? Die Grenzen dicht. Im Moment, die EU... Die EU, die hat vor 2 Jahren den Nobelpreis für Frieden dann bekommen. Ja, und? Den hat der Obama auch. Und ihr habt euch gerade den Nobelpreis für Wirtschaft gemopst. Man kann auch mal irren im Leben. Wissen Sie was, Kommandeur? Mein Freund Gérard, der hat mich vor kurzem eingeskypt. Daniel? Oh mein Gott, das war meine erste Single damals von Polydor. Daniel Gérard. Nein. Also Gérard geht's schlecht. Ja, natürlich, weil der hatte ja nur diesen einen Hit. Butterfly, my Butterfly, jeder Tag mit dir war schön. Na, gut, Start Nummer 5 zum dritten Mal dabei. Bitte nicht wieder wählen. Also, mein Gérard,
der ist LKW-Fahrer. Und der war vor kurzem in Calais. Calais, das ist da, wo die Fähren nach England von Frankreich fahren. Und in Calais, es gibt ganz viele Migranten und die haben einen Traum. Die wollen unbedingt nach England. Das ist ein Traum. Ich weiß, das ist ein merkwürdiger Traum. Gar keine Frage, aber gut, wenn so. Und für diesen Traum, die sind zu allem bereit. Zum Beispiel, gucken Sie mal, die sind bereit, in den LKWs reinzukommen, um sich da drin zu verstecken. Einfach nur, damit die überhaupt in die Fähre reinkommen können. Und alors, natürlich, Sie können sich vorstellen, die LKW-Fahrer, das macht die komplett verrückt. Die gucken Sie, der ist verrückt und dann sieht er auch noch, oh là là, die sind ja jetzt auch noch in meiner Kabine. Na, so, Gérard, er war genau in so einer Situation und er ist komplett ausgeflippt. Er hat einen Migrant genommen und er hat ihn zusammengeprügelt. Und dann hat er gesagt, warum? Warum mache ich das? Warum mache ich das? Das bin ich doch nicht. Ein paar Tage später, der war wieder in Calais und wieder war ein Migrant in seinem LKW, hat ihn entdeckt und der Migrant, der wollte sofort abhauen. Aber Gérard, der hat gesagt, nein, warte mal. Komm mit in die Kabine. Gleich hat er ihm gesagt, attention, ich werde dich nicht nach England mitnehmen. Das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Aber ich habe Zeit jetzt, bevor die Fähre startet. Wir können einfach mal reden. Sie müssen wissen, in der Kabine von dem LKW von Gérard, es ist sehr kalt, weil die Standheizung, die ist seit total langem kaputt. Und der Chef, der macht nichts, aber sowas von nichts. So. Aber die haben zusammen Kaffee getrunken. Und Janice, so heißt der Migrant, der hat ein bisschen erzählt, seinen Weg. Zuerst hat er gesagt, weißt du was, Gérard, die Migranten, die hier in Calais sind, die haben alle studiert. Wir sind nicht arm. Diejenigen, die arm sind, die können sich so eine Reise überhaupt nicht leisten. Gucken Sie mal, Janice, er kommt aus Eritrea und er hat diesen Weg gemacht. Insgesamt 10.000 Kilometer, mal zu Fuß, mal mit einem Auto, wie auch immer er überhaupt konnte. Und dann über das Mittelmeer bis Lampedusa, Italien. Insgesamt brauchte er 2 Jahre, um diesen Weg zu machen. Jetzt ist er in Calais. Er ist fast an seinem Traum. Fast. Es fehlt nur noch 32 Kilometer. Aber er kommt nicht weiter. Gérard hat ihm dann gesagt, weißt du was, jetzt muss ich zur Fähre. Also, er hat ihm einfach viel Glück gewünscht. Ja. Und dann sagte mir Gérard, weißt du was, Alphonse? Weißt du was? Bevor er ausgestiegen ist, er hat noch meine Standheizung repariert, weil Janice, ja, er ist Kfz-Mechaniker. Oh, aber trotzdem, ganz ehrlich mal, dieser Traum, das ist sehr, sehr merkwürdig, muss man schon sagen. Na, England? England! Links fahren, rechts wählen, schlecht essen. England. Sag mal, wo ist denn meine Moulinette hin? Wo ist meine Moulinette? Ich habe die wahrscheinlich in die Konsole eingebaut. Ich bin immer noch da. Ja, ich bin immer noch da. Und soll ich mal was sagen? Es gefällt mir immer besser hier. Es ist so schön auf eurem Raumschiff. Ich hab schon meine Bewerbungsmail abgeschickt. Ja, für den, ja, der Unterhaltungsoffizier. Die Stelle ist ja noch vakant. Das ist genau mein Job. Unterhaltungsoffizier. Herr Appelt, machen Sie mal mit. Jawohl, pass auf, dann geht das los. Ja, kennen Sie den? Nein. Kenne ich nicht. Und wenn ich ihn kennte, wollte ich ihn nicht hören. Warum? Appelt, Sie sind hier oben völlig fehl am Platz. Ich habe schon mal ein bisschen in Ihre Zukunft geschaut. Und die liegt unten auf der Erde. Ja? Da wartet Großes auf Sie. Oh. Ihre Karriere wird einen niveauvollen Höchstsprung erleben. Ich werde artefähig? Das Feuilleton liegt mir zu Füßen. Das Feuilleton wird Ihnen leider nicht zu Füßen liegen, weil Arte gibt's dann nicht mehr. Arte wird in 10 Jahren durch einen Home-Shopping-Kanal von Amazon ersetzt. Dann gehe ich eben zu Dreisat. Das ist doch, oder? Auch blöd, weil auf der Sendefrequenz läuft dann der Livestream vom Home-Shopping-Kanal von Amazon. Da kann man dann beim Einkauf mit anderen twittern, was man gerade bestellt hat. Ist ja großartig. Toll, ne? Aber woher wissen Sie das überhaupt? Schlau. Nein, wirklich. Ich bin schlau. Wer hätte es gedacht? Ich bin schlau. Nein, mach doch alles. Die Wissenschaft. Haben ja Wissenschaftler haben neulich doch schon rausgefunden, dass es im Jahr 2050 auf der Erde mehr intelligente Maschinen geben wird als intelligente Menschen. Manchmal meine ich, es wäre heute schon soweit. Aber ich habe mal für Sie. Ich habe mal für Sie hier. Das ist die Brille der Zukunft. Dagegen ist Google Glass ein Dreck. Setzen Sie mal auf und schauen Sie, was alles passiert. Da ist Ihre Zukunft drin. Sie werden staunen.
Und das klappt? Ja, natürlich. Was glauben Sie, wie ich immer meine Sportwetten gewinne? Super. Ich gucke in meine Zukunft. Ich werde wahnsinnig. Staunend. Commander, nicht autorisierte Personen im Labor. Was ist denn da los? Entwarnung, Commander. Ist alles verrückt? In Ordnung. Da drin alles liegen die ganzen Fachzeitschriften. Da hat er Zugang zum Internet. Wenn der da reingeht, wird er ja völlig Banane. Mach den weg. Bring ihm ein Eis. Glücksklee am Stiel. Mach irgendwas. Gut, mach ich. Ist ja eigentlich... Ist ja eigentlich ein armer Kerl, ne? Also... Der Arzt, weil er weiß ja noch gar nicht, was medizinisch alles auf ihn zukommt in der Zukunft. Was da diese ganzen, der neueste Fortschritt, Social Freezing, oder? Ist super, ne? Karriereboost, Frauen sagen einfach, ja, ich tau dann mal meine Eizellen auf, wenn es gerade passt. Kinder on demand. Und dann ist es doof, wenn die Kleinen dann sagen, Mama, stimmt das, dass mich der Klapperstorch gebracht hat? Sagt er, nee, dem war es in der Tiefkühltruhe viel zu kalt. Aber ich hätte gerne mit dem Arzt, hätte ich gerne mich über Ebola unterhalten. Der kommt ja aus einer Zeit, der spanischen Grippe, die Millionen Menschen dahin gerafft hat. War tolle Alternative damals. Konnten sich die Leute fragen, werde ich jetzt erschossen, erstiege ich am Senfgas oder werde ich von der Welt hinweg gefiebert? Na, Ebola ist ja momentan ist ja eigentlich gut zur Ablenkung. Weil viele sagen, nee, ich kann nicht mehr, die Ukraine und der Islamische Staat und keiner weiß, wer da jetzt mit wem und wer ist Freund und war vorher Feind und ist jetzt Verbündeter und der Gazastreifen. Da ist es ganz recht, wenn als Ablenkung Ebola manchmal um die Ecke kommt. Da interessieren wir uns auf einmal auch für Afrika. Ja, weil die Gefahr ja von Afrika zu uns kommt, wenn das Killer-Virus rübermacht. Und da heißt es finanziell gegensteuern. Und da tun wir einiges. Also, naja, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten halt, damit Schäubles Sparpläne nicht gefährdet sind. 1 Euro pro Bundesbürger ist uns mittlerweile die Bekämpfung der neuen Weltbedrohung wert. Gut, was kriegt man heute noch für 1 Euro? Ne? Maßriegel oder Karstadt. Und man weiß genau... Man weiß nie genau, was ist schneller weg. Ne. Ebola, was mich so wundert, kommen die jetzt da drauf? Alle reden von Ebola. Gab's schon in den 70er Jahren, wurde was gemacht? Nix, in den 90ern auch. Mit Dustin Hoffman. Ne, jetzt ist Ebola, weil 4000 Tote, das in Afrika, Jahr für Jahr, aber Millionen, ganz normal an Tuberkulose, an AIDS, an Malaria verrecken, juckt keine Sau. Von den Millionen, die verhungern, ganz zu schweigen. Ich habe manchmal schon gedacht, ne, schade, dass Hunger nicht ansteckend ist. Da wäre vielleicht auch der Westen irgendwann mal ein bisschen wacher. Hat man zudem... Hat man zu dem Thema schon mal was vom Vatikan gehört? Auch nichts, ne? Die hatten doch ihre große Synode neulich. Noch 14 Tage haben sie getagt, haben gesagt, ja, Welt verbessern, was können wir tun, die Welt besser machen. Der 2 amtierende Päpste waren anwesend, der gütige Franziskus und unserer, der ich liebe euch, Papst. 2 Päpste, 4 Fäuste für ein Halleluja. Und was kam? Und was? Und was kam am Ende raus? Nix. Kondome sind Bebe und Geschiedene bleiben vom Abendmahl ausgeschlossen. Naja, vielleicht können Sie ja die eingesparten Hostien an die Hungernden schicken als Care-Paket. Ansonsten blieb alles beim Alten. Jesus kam nur bis Ebola. Dieses Geräusch hasse. Wie oft habe ich dem Franzosen schon gesagt, entkalke endlich die Espressomaschine. Hallo. Mein Name ist der Tod und ich befinde mich gerade auf großer interstellarer Image-Kampagne. Hey.
Aber das ist genau das Problem. Die meisten halten Sterben echt für das Letzte. Wie gestern vor der Haustür, da stand ich bei einer älteren Dame und hab ganz freundlich gesagt, Buh, deine Zeit ist gekommen. Da hat die gesagt, hau ab. Die habe ich überhaupt nicht abonniert. Mein Leben als Tod ist wahrlich kein Ponyfriedhof. Und deshalb habe ich jetzt zur Fortbildung mal diese RTL-Sendung Mitten im Leben geguckt. Und jetzt mal ganz im Ernst. Wenn das die Mitte sein soll, warum habt ihr dann Angst vorm Ende? Überhaupt dieses ganze Fernsehprogramm Bauer sucht Frau, DSDS, Tatort mit Til Schweiger. Gestern saß Satan bei mir auf dem Sofa und hat geweint, weil er einfach nicht weiß, wie er die Hölle noch schlimmer machen soll. Aber ich habe einen Ruf wie die GDL. Dabei streike ich nicht mal. Obwohl, das wird auch keinen kümmern, oder? Ihr Tod verschiebt sich um 4 Tage. Das schockt nur die Erben. Dabei hätte das richtig Konsequenzen, wenn ich mal die Knochen niederlege. Überbevölkerung, Rentensystem sofort erledigt. Helene Fischer unsterblich. Das sind doch mal Erpressungsmöglichkeiten. Aber vielleicht sollte ich mal in die Politik gehen, um meinen Ruf wirklich flächendeckend zu ändern. So Todpartei. Wir geben ihrer Zukunft ein Zuhause. Mit mir würden auch Worte eine ganz neue Bedeutung kriegen, wie zum Beispiel Wahlurne. Ich habe mich auch informiert, ich habe mich mal das deutsche Bundesgesetzbuch ausgeliehen, habe da mal so durchgeblättert und es gibt da ein Bundesreisekostengesetz. Kein Scherz, ich habe es mal rausgeschrieben, Originalzitat aus dem deutschen Bundesgesetzbuch. Stirbt ein Bediensteter während einer Dienstreise, so ist damit, Achtung, jetzt wird spannend, seine Dienstreise beendet. Gut, dass das in Deutschland mal gesetzlich geregelt wurde. Gab's ja immer Missbrauch ohne Ende. Ich glaube, ich bewerbe mich mal für die nächste Bundestagswahl. Ich meine, ob da jetzt als Kanzler tot oder scheintot regiert. Ich glaube, die meisten merken nicht mal einen Unterschied. Aber ich bringe euch alle nach oben oder nach unten. Apropos unten. Oh, Termine, ich muss mal wieder runter. Obwohl, die beiden Astronauten hier an Bord sehen auch nicht mehr so ganz frisch aus. Egal, alles zu seiner Zeit. Wir sehen uns so oder so. Mein lieber Alphonse, ich denke, es ist auch mal an der Zeit, ein bisschen zu feiern. Ich habe uns 2 Tuben Champagner mitgebracht. Dankeschön, Kommandant. Nicht so sehr schütteln. Okay. Und warum aber feiern? Na ja, der 9.11. Der ist vorbei. Ja, eben. Die nächste Jubiläumsfeier steigt erst zum 50. Das heißt, wir haben jetzt 25 Jahre Ruhe. Keine Gedenkreden, Balkons, Geschichten, Wiederholungen vom Genscher, kein Schabowski und vor allem keine kostenlose Sondermüllausgabe der Bild-Zeitung. Und das Allerbeste, Kommandant. Das
Das Allerbeste aber, in 25 Jahren ist Wolf Biermann 102 Jahre alt. Ja. Ja, das erspart uns vielleicht einen neuen Drachentöter-Auftritt im Bundestag. Er hat dort den Linken ganz schön die Leviten gelesen. Und die CDU, die hat ihn zugejubelt. Ja, das hat mich auch so verwundert, weil der letzte vernünftige Satz von Biermann stammt aus dem Jahr 1990, nach der ersten gesamtdeutschen Wahl. Da hat er gesagt, die Ost-CDU, diese perfekte Filiale der SED, gewinnt die Wahl. Böse Ironie der Geschichte. Alles schon vergessen. Ja, ihr traut euch was, sowieso, ganz ehrlich. Ein Linken als Ministerpräsident. Psst, nicht so laut. Wenn das der Gauk wieder hört, dann dreht er am Rad. Dann sagt er wieder, Basis der SPD in Thüringen hat mehrheitlich für die Abwicklung der Einheit gestimmt. Ja, jetzt übertreiben Sie, Kommandant, ganz ehrlich. Nur weil die SPD-Basis da einfach nur Monsieur Ramelow als Ministerpräsident wählen wollte. Sonst, der Mann ist Linke, also PDS, also praktisch SED-Mitglied. Der kommt aus dem Westen. Ja, von da kommen die Schlimmsten. Honecker aus dem Saarland und Angela Merkel kommt aus Hamburg. Kommandeur, was soll Großartiges passieren, wenn die Linke dieses Land einfach überhaupt regiert? Was glauben Sie? Kommt dazu Bananenknappheit oder was? Nein, da hat die Linke aus der Vergangenheit gelernt. Ja. Es wurden schon 100 Tonnen Bananen in unterirdischen Stollen im Thüringer Wald eingelagert. Das ist ja sehr gut. Ich möchte ja auch mal wissen, wovor der Gauk eigentlich so Angst hat, dieser pastorale Verbalhooligan. Glaubt er, dass die DDR 2.0 entsteht? Die Stasi könnte abhörtechnisch mit der NSA doch nie mithalten. Ja, und das mit der Einschränkung der Reisefreiheit inzwischen, das kriegt die GDL viel besser hin. Also, ja, das war der Hammer. Ich bin so dankbar. Ich habe in die Zukunft geblickt mit diesem Gerät. Sensationell. Hab doch gewusst, dass es Ihnen gefällt. Es ist wirklich toll. Also ich kann es Ihnen wiedergeben. Also ich will jetzt auch hier weg. Ja? Weil ich habe gesehen, es ist viel geiler in 25 Jahren. Da muss ich hin. Ja, ja, wenn Sie das vielleicht schon mal vorbereiten können. Ja, das können wir machen. Das ist stellen Sie den Beamer ein. Es wird alles geil. Ne, dann sehen wir uns gleich. Sie können vielleicht auch da meinen Koffer vielleicht auch. Ja, machen wir alles. Es war eine sehr geile Idee von Ihnen. Ja. Haben Sie richtig schön gemacht. Mit einer Punktlandung. Wir schauen schon mal im Handbuch nach, wie es geht. Ja. Ich wollte mich nur eben verabschieden. Meine Damen und Herren, ich bin dann gleich weg. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt müsst ihr klatschen, wenn ich dann weg bin. Oder seid ihr nicht traurig? Weil ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ne? Fernsehen in 25 Jahren, auch da werde ich dabei sein. Ich werde 25, der Hammer. Ne? Ich werde natürlich nicht alleine sein, es werden noch 45 Millionen andere im Fernsehen sein, weil jeder hat ja sein Handy. Es wird überhaupt keine Fernsehsender mehr geben, sondern jeder sendet selber, filmst du dich und es ist geil. Ne? Die Geräte schalten das dann so ein bisschen um und dann kannst du dir in der Sendung von dir selber angucken. Dann sitzt du abends auf dem Fernseher, guckst Ingo Appel Tag und Nacht. Das ist sensationell. Das macht richtig Spaß. Die Fernseher sind ja auch anders geworden, die Technik ist vorangeschritten. Nee, die sind ja interaktiv, diese Geräte. Nee, du guckst nicht nur Fernsehen, das Fernsehen guckt zurück. Ja, das kriegt genau mit, was du machst. Du liegst mit deiner Freundin auf dem Sofa. Wenn du anfängst zu kuscheln, schaltet das Gerät automatisch auf einen Erotikkanal. Das ist sensationell. Und je nachdem, was so abgeht, feuert der dich an. Jawohl, super, schneller, noch einen drauf. Ne? Es gibt auch anschließende Bewertungen. Und wenn es richtig super war, wenn es richtig, richtig geil war, dann springt Kai Pflaume aus dem Fernseher und ruft, Ingo, das war Spitze! Es ist schon toll. Es ist schon toll. Ja, ja. Interaktiv. Ja. Der Fernseher spricht auch mit dir. Ne? Du kommst nach Hause, meckert dich die Glotze an. Hör mal, wo kommst du denn her? Ich habe dir 35 Sendungen aufgezeichnet und du treibst dich in der Weltgeschichte rum, setz dich aufs Sofa, zieh die Schuhe aus, ich brauche Aufmerksamkeit. Der kriegt alles mit. Und von wegen in der Werbung mal zum Pinkeln gehen, das geht nicht mehr. Du musst Werbung gucken. Wenn du aufstehst und gehst, ne, Pipi, mal, bleibst du hier? Du setzt dich hin, Werbung, du musst werden. Ja, ja, natürlich, wenn du dein Quantum an Werbung nicht geguckt hast, dann gibt es Punktabzug, dann werden dir die Treuepunkte beim Netto abgezogen, dann wird es teurer beim Discount. Ja, natürlich, es gibt Auswege, man kann andere für sich glotzen lassen.
gegen Bezahlung. Das heißt, du bezahlst Menschen dafür, dass sie deine Werbung abglotzen. Das wird zum Beruf. Ja? Arbeitslosigkeit ist passé. Es ist sensationell, oder? Und auch hier so Politik, das interessiert auch keinen mehr. Das ist wirklich interessant. Das ist vorbei, weil es gibt Parteien, es gibt ungefähr 253 Parteien, ne, also ganz, ganz viele, aber die haben, also bei der Wahlbeteiligung, die liegt unter, also die CDU ist, ja, ist noch in der Regierung mit 5,3%, haben sie die, ja, nicht absolute Mehrheit, aber halt die stärkste Kraft, also die sind dann, und ich bin dann dabei, ich gucke mir das an, weil es gibt dann eine Riesenfeier in 25 Jahren, im Jahre 2039, Freunde, haltet euch fest, der 85. Geburtstag von Angela Merkel, ganz Berlin steht Kopf, eine Riesenparty, 85.000, eine mit Helium gefüllte... Ach, wo? Angela Merkel, die ist immer noch dann Kanzlerin? Nein, Papst, aber es ist großartig. Und ich muss dahin. Ich muss dahin. Ja, dann ab. Ich gehe schon mal in die Liebe. Tschüss, Freunde. So, gut. Das ist okay. Das ist schön. Ein Problem weniger. Hast du auch die richtige Zeit Ich habe alles im Griff. Kann man doch gucken, Sie. Das ist doch völlig falsche Zeit. Hallo? Hey? Holt mich heraus. Ich bin ein Star. Ah, er hat alles im Griff. Der Franzose hat alles. Er hat alles im Griff. Hören Sie mal. Weil ich da drin alles gelesen und gesehen habe. Ich will nicht mehr, ich will zurück. Die Welt ist immer noch nicht in Ordnung. Unglaubliche Sachen. Frauen sind Kriegsminister. Florian Silbereisen singt im Kölner Karneval. Und Eigentore fallen aus 45 Metern Entfernung. Was? Warum kann der Fußball gucken und ich nicht? Ich habe alles verstanden inzwischen. Alle paar Jahre gibt es eine Funkausstellung. Da zeigt die Elektronikindustrie, was es an neuen Produkten gibt. Kauft da sonst keiner. Und alle paar Jahre macht die Waffenindustrie irgendwo einen gescheiten Krieg. Und da wird dann gezeigt, was es für neue Produkte gibt. Kauft da sonst keiner. Und die machen das so ähnlich wie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Wäre ja auch blöd, wenn alles immer nur in Berlin stattfinden würde. Die Touren mit dem Austragungsort der Waffenmesse. Ja, da war mal im Irak, dann in Lateinamerika, dann in Iran, in Afghanistan, dann nochmal im Irak. Und das Exekutivkomitee der Waffenindustrie überlegt jetzt, wo der nächste Austragungsort ist. Hoffentlich machen die das nicht so wie die UEFA. Die hat mal einmal die Austragung gleich in die Ukraine und nach Polen gegeben. Oder noch schlimmer, demnächst nochmal dann in ganz Europa. Die Welt ist wirklich verrückt geworden. Die Gewinner bei der Messe stehen schon fest. Das ist ausschließlich die Waffenindustrie. Und das Perverse ist, wer mitmacht, hat schon verloren. Es gibt keine Gewinner. Ihr seid 100 Jahre weiter. Und ihr seid nicht einen Schritt weitergekommen. Geschichte wiederholt sich nicht. Geschichte wiederholt sich nicht. Es bleibt einfach alles so, wie es immer schon war. Und das ist ganz... Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Ich will wenigstens noch versuchen zu retten, wo nichts mehr zu retten ist. In dieser Welt, so wie das ist, da will ich nicht bleiben. Da gehe ich lieber zurück ins Feld und kann noch ein bisschen helfen. Machen Sie mich weg! Ich will einfach weg! Machen Sie mich weg! Mach ich. Jetzt mal unter uns, wo hast du den hingebeamt? Aber in der Schwarzwaldklinik, ich bin doch nicht Maschuga. Ja, also, aber... Sorry, ich konnte nicht. Mit Leid. Leicht hat er es doch auch nicht. Aber jetzt sind wir wieder allein. Ja, genau, wir sind...
Monsieur le Commandeur, ich muss Sie gratulieren. Oh, wozu? Ja, Sie haben nicht einmal über Angela Merkel geredet. Warum hätte ich das machen sollen? Ich habe mich mit ihr arrangiert. Echt? Ich glaube, mein Merkel-Blocker funktioniert sehr gut. Das heißt, das jetzt mal, sagen Sie, Sie finden die gut, weil Sie wissen, in Frankreich, die Stimmung, die dreht sich langsam. Na ja, dort regiert sie ja auch nicht, ne? Also noch nicht. Ihr könnt ja auch gar nicht wissen, was diese Frau in ihren 9 Jahren schon alles, also, was die geleistet hat, was sie geschaffen hat, was die gemacht hat. Das ist, ja, das ist unglaublich. Was hat sie geschafft? Einiges. Also 2 Bundespräsidenten, einen deutschen Papst, unzählige Minister. Der CO2-Ausstoß Deutschlands ist heute höher als vor dem Amtsantritt der selbsternannten Klimakanzlerin. Wir sind wieder im Kalten Krieg. Europa steht vor der Rezession und die deutschen Kleinsparer stehen vor der Zwangsenteignung. Das muss, keiner regt sich auf. Das muss unserer Volksanästhesistin erst mal jemand nachmachen. Ich finde das toll. Ja. Ich finde das toll. Ehrlich. Sehr, sehr toll. Super. Ich auch. Ah, ja. Kommandeur, jetzt haben wir wieder grünes Licht. Jetzt können wir weiterfliegen. Allez, c'est parti. Ah, vielleicht. Was vielleicht? Vielleicht streike ich auch. Wieso streiken Sie jetzt? Die GDL vertritt jetzt auch die Interessen der Raumschiff-Commander. Ach, Quatsch, Kommandeur. Allez, legen Sie sich hin, entspannen Sie sich. Ich mache sowieso alles alleine. Wissen Sie was? Ich habe für Sie auf dem Bordkanal Fußball gelegt. Oh, toll. Na, endlich. Ah, wurde auch Zeit. Ja, ja, genau. Und zwar, ich habe ein sehr schönes Eigentor für Sie gefunden. Abflug. Gut.